Dieser Brauereigasthof hat eine Geschichte, die bis ins 13. Jahrhundert zurückgeht. Dieses Gebäude hat für die Brauerei den höchsten Stellenwert. Das ist unser Mutterhaus, auf Bayerisch gesagt. Und hier stammen wir einfach raus. Der Wunsch, dass der Brauereigasthof wieder voll intakt ist, also auch mit Hotelzimmern, der war also klar, dass das immer bei mir tief geschlummert hat. Alleine wusste ich, kann ich es nicht machen. Ich habe jemanden gesucht, der mit Herzlichkeit und mit Wahrheit das Ganze macht. Ich war 10 Jahre alt, 10 Jahre. Mein Onkel hatte 36 Jahre ein Lokal, ein Restaurant. Da saß ich und habe gesehen, wie mein Onkel mit den Pfannen hantiert, wie es Feuer in den Pfannen ist, wie der Fisch sich nochmal wölbt, wie er frisch aus dem Bassin kam. Und dann bin ich stolz nach Hause und habe gesagt, ich werde Koch. Und jetzt sitze ich hier und seit 27 Jahren stehe ich am Ofen. Mit ganz viel Liebe und das ist meine Berufung. Ich könnte mir nicht anders vorstellen. Das Wichtigste ist mir, dass unsere Gäste unsere Gastfreundschaft spüren. Die sollen sich hier willkommen fühlen, die sollen schöne Stunden haben, die sollen die Momente, die sie hier sind, genießen, sowohl bei gutem Essen als auch bei schönem Ambiente. Die sollen unsere Herzlichkeit, die wir unseren Gästen weitergeben, spüren. Meine Verbindung zur Gastfreundschaft war einfach schon, dass ich durch meine Mutter und meine Großmutter, die beide ein Hotel geführt haben, damit aufgewachsen bin. Deswegen war es mir auch ein innerer Wunsch, über viele Jahre, dass das wieder zustande kommt. Und ich glaube, meine Großmutter, die würde sich wirklich freuen, wenn sie das jetzt heute sehen könnte, dass dieser Brauereigasthof wieder zum Leben erweckt wird. Also wenn wir Hochzeiten begleiten, wenn bei uns Brautpaare anfragen und dann auch hier feiern, dann ist es nicht nur ein Gesprächstermin und dann kommen die zum Feiern, sondern es sind wirklich viele, viele, viele Termine, bis es eigentlich dann zur Hochzeit kommt. Und das ist ganz schön, weil man natürlich auch die Menschen dahinter besser kennenlernt. Hier in einem Gasthof, wo man so viele Feierlichkeiten hat und so viele Erlebnisse und so viel Leben generell drinnen ist, kann man einfach Geschichten schreiben. Ob es die kleinen Geschichten einer Kommunion sind oder ganze Hochzeiten für ein Wochenende. Das würde mich natürlich freuen, wenn das einfach so die nächsten Jahre, Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte weiter vorangeht.